Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Alex und ich habe dir heute insgesamt 6 holzige Düfte für Männer mitgebracht. Der letzte Duft ist ein Überraschungsduft und den werde ich dir erst ganz zuletzt vorstellen. Das heißt, dranbleiben lohnt sich. Und dann würde ich auch schon sagen, lass uns gleich mal loslegen. Duft Nummer 1. Red Vetiver von der Marke Montal. Red Vetiver von der Marke Montal hat mich sofort in das Jahr 2011 zurückgebeamt. Und das wortwörtlich. Weil ich nämlich zu diesem Zeitpunkt zum allerersten Mal mir selbst einen 100ml Duft gekauft habe. Davor hatte ich die Flakons immer geschenkt bekommen, zu Geburtstagen und Weihnachten. Aber da hat mich ein Duft so unglaublich überzeugt, dass ich beschlossen habe, ihn mir selbst zu kaufen. Und das war Terre d'Hermès von Hermès. Genauso wie Terre d'Hermès von Hermès ist auch Red Vetiver von Montal ein Duft, der mit einer sehr erdigen Patchouli-Note spielt, in Verbindung mit einer sehr frischen, herben Grapefruit-Note. Das hat der Terre d'Hermès nicht, aber das macht auch den Red Vetiver umso eigenständiger. Dennoch haben die Düfte eine sehr ähnliche Duft-DNA. Er ist erdig, holzig und frischfruchtig zu Beginn. Der Duft ist für mich auf jeden Fall ein sehr erwachsener, eleganter Duft. Ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen für die kalten Winter- und Herbsttage und vor allem dann, wenn irgendwie ein besonderer Anlass auf dich wartet, zu dem du dich ein bisschen herausputzt, vielleicht auch einen Anzug anziehst und ein klares Statement setzen möchtest. Duft Nummer 2 ist ein fruchtig-frisch-holziger Duft von der Marke Mancera, der Duft Cédrat Boisé. Cédrat Boisé kommt zu Beginn frisch-fruchtig daher durch die Johannisbeere. Er ist für mich ein sehr guter All-Day-Duft, der wirklich keine Altersgrenzen kennt. Ich würde ihn vor allem für den Sommer und Frühling empfehlen. Ich finde einfach, er ist für den Winter nicht intensiv genug, vor allem, wenn du dich draußen bewegst. Im Büro wäre er auf jeden Fall intensiv genug und dafür ist er auch eine sehr gute Wahl. Dieser Duft ist möglicherweise für einige ein ähnlicher Duft wie Creed Aventus. Ich finde aber, Cédrat Boisé kommt deutlich kantiger daher und hat eine eigene Duft-DNA. Parallel lassen sich sicherlich erkennen, aber ich finde nicht, dass es sich hier um einen Duftzwilling oder einen Dupe oder sonst irgendwas handelt. Es gibt eine Parallele, aber Cédrat Boisé ist eigenständig. Ich kann nur so viel sagen, wenn du Creed Aventus oder Parana von der Marke Bois oder auch vielleicht einen Orchard Man von der Marke Frappin, wenn du diese Düfte magst, wirst du Cédrat Boisé genauso mögen. Denn diese Düfte sind alle sehr ähnlich und spielen mit einer im Grunde ähnlichen Duft-DNA, aber jeder unterscheidet sich nochmal ein bisschen selbst. Jetzt kommen wir zu einem Duft, der mir auch bis heute in der Nase geblieben ist. Wieso? Weil der Duft Muskat verarbeitet hat. Ich finde, Muskat ist so eine schöne Duftnote, die viel zu wenig zum Einsatz kommt in Düften. Nicht so bei diesem Duft. Und zwar von der Marke Evody, der Duft Bois Secret. Bois Secret ist ein Duft, wo ich die Duftnote Muskat sehr präsent wahrnehme, in Verbindung mit warmen Hölzern und einer Patchouli-Note, die erdig ist, aber bei weitem nicht so intensiv wie beispielsweise bei einem Red Vetiver. Das sage ich deshalb, weil oftmals die Patchouli-Note nicht jedem zusagt. Also, du musst natürlich dann beachten, Red Vetiver und Bois Secret sind zwei Düfte, die ich heute für dich mitgebracht habe, wo die Patchouli-Note schon sehr wahrnehmbar ist. Ich finde, Bois Secret ist ein Duft, der auf jeden Fall im Herbst und Winter All-Day tauglich ist, weil Muskat ihm einfach eine gewisse Würze verleiht und auch ein bisschen so ein kuscheliges, ich sag jetzt mal fast schon winterliches Feeling. Er ist sehr harmonisch abgestimmt, er ist aber nichts für Anfang 20-Jährige. Es ist eher ein Duft für erwachsene Männer, die mitten im Leben stehen. Für Anfang 20-Jährige habe ich natürlich auch einen Duft mitgebracht, bleibt dran. Jetzt kommen wir aber zu einem Duft, der in seiner Zusammenstellung sehr mutig ist, wie ich finde, aber nicht weniger schlecht. Und zwar von der Marke Jacques Saltier, der Duft Me Gustas. Dieser Duft ist zurückzuführen auf die Havanna-Kollektion von Jacques Saltier. Und die Havanna-Kollektion spielt sich um Momente und Eindrücke auf Kuba ab. So auch dieser Duft. Denn für mich ist dieser Duft tatsächlich wie ein Kaffee, den man
bei einem sehr heißen Sommertag auf Kuba in einem kleinen kubanischen Café trinkt. Kuba ist ja auch bekannt für diesen Serrano-Bohnen-Kaffee, der wohl sehr einzigartig und ein bisschen malzig schmeckt. Und Me Gustas hat eine sehr rauchige Kaffeenote in Verbindung mit einer holzigen Note. Und was ebenfalls sehr stark zum Vordergrund kommt für meine Nase, ist die Nelke. Der Duft ist für mich auf jeden Fall mutig, kantig, was für kernige Typen, die erwachsen sind und die sich natürlich auch von der Masse abheben wollen, weil der Duft einfach keine massentaugliche Duft-DNA hat. Er setzt ein Statement und er ist auch in sich einzigartig. So, jetzt kommen wir wie versprochen zu einem Duft, den ich sehr, sehr gerne einem Anfang 20-Jährigen empfehlen kann. Und zwar, das ist von der Marke Acqua di Stresa, der Duft Robures. Die Marke Acqua di Stresa ist am Lago di Maggiore angesiedelt und macht unglaublich schöne italienische Düfte, die so ein bisschen, ja, das italienische Lebensgefühl verkörpern. Robures ist ein fruchtig, frischer, holziger Duft. Gleich zu Beginn merkt man eine sehr frische, zitrische Note. Und dann entwickelt sich der Duft überraschenderweise in eine ledrige Richtung. Aber diese Ledernote ist tatsächlich sehr weich, dezent, auch sehr schön gemacht. Wir haben aber durchgehend eine schöne holzige Note. Der Duft ist von seiner Komposition her definitiv alltagstauglich. Sehr lecker, auch sehr massentauglich. Und er passt tatsächlich zu jedem Alter. Damit riechst du einfach, du riechst damit einfach gut. Also, das ist dann nicht so, dass es jetzt darum geht, ob du jetzt besonders gut riechst oder besonders schlecht oder ob der Duft jemandem gefällt oder nicht gefällt. Durch diese sehr massentaugliche Duft-DNA riechst du auf jeden Fall gut. Die einen würden sagen sehr gut, die anderen vielleicht weniger gut, aber du riechst gut. Und somit ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Wahl und eine sehr sichere Wahl. So, und jetzt kommen wir auch schon, wie versprochen, zum sechsten Duft. Der sechste Duft, ich hatte es erwähnt, ist ein Molekülduft von einer Marke, die du sicherlich noch nicht kennst. Falls doch, schreib es bitte in die Kommentare, denn die Marke kennen echt nicht viele. Das ist der Duft Hyper Air von der Marke Aether. Aether ist eine Marke, die ausschließlich Moleküldüfte herstellt. Moleküldüfte an sich sind ja bekannt für eine holzige Note. Sie unterscheidet sich natürlich von Duft zu Duft, aber diese holzige Note, beispielsweise erzeugt durch Isoe Super, für die sind einfach Moleküldüfte bekannt. Hyper Air kommt sehr, sehr weich, samtig daher, mit einer leicht holzigen Note, einer sinnlichen Kaschmiran-Note und einem ganz klar wahrnehmbaren Moschus. Und das Schöne an Moleküldüften ist ja, dass sie sich mit deinem eigenen Körpergeruch verbinden und nicht ständig wahrnehmbar sind, aber immer wieder auftauchen, aufblitzen und somit die Menschen um dich herum in deine Geruchswelt ziehen. Ich finde, den Duft, den kann man auch schön layern. Wenn ich ein Video zum Layern machen soll, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Im Grunde ist Layern das Auftragen von mehreren Duftschichten hintereinander. Und ich finde, wenn du einen Molekülduft als Basis nimmst und dann einen anderen Duft drüber sprühst, in der Regel wird dann dieser andere, der zweite Duft, deutlich intensiver riechen und auch deutlich länger halten. Natürlich möchte ich jetzt hier dem Layern keinen Freifahrtschein geben. Man muss schon immer ein bisschen aufpassen, was man mit was layert. Man muss auch ein bisschen rumexperimentieren. Aber Moleküldüfte eignen sich hierzu sehr gut, zumindest meiner Erfahrung nach. Und damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Jetzt, wenn du dich nicht entscheiden kannst und wenn du vielleicht auch dir überhaupt nicht sicher bist, ob holzige Düfte was für dich sind, ich hatte auch einen Top 5 Nischenduft-Video abgedreht. Das verlinke ich dir gerne hier oben. Das sind tatsächlich 5 Düfte, die ich das ganze Jahr übertrage und sehr, sehr schätze und mag. Und dort wirst du vor allem Düfte finden, die all-day-tauglich sind, die gut zum Office passen, die aber auch gut für eine Party, eine Feier passen. Da kannst du dich dann einfach ein bisschen inspirieren lassen. Jetzt machen wir noch, wie üblich, ein kleines Recap, damit dir die Duftauswahl etwas leichter fällt. Ich hatte dir mitgebracht einen sehr erdigen, holzigen Duft mit einem frischen Grapefruit-Kick gleich zu Beginn. Erwachsen, elegant, Red Vetiva von Montal. Auch sehr intensiv. Gut für kalte Jahreszeiten. Cedrat Boisé von Mancera. Frisch, fruchtig, holzig. Wir haben hier eine fruchtig-herbe Johannisbeernote. Sehr gut all-day-tauglich.
hat seine Ecken und Kanten, ist definitiv kein Creed Aventus Zwilling, aber die Duft-DNA hat eine gewisse Ähnlichkeit, würde ich vor allem für Sommer und Frühling empfehlen. Dann kommen wir zu Bois Secret, ein Duft, der Muskat verarbeitet hat, warme Hölzer und eine erdige Patchouli-Note. Für den Winter und Herbst auf jeden Fall All-Day tauglich durch die Muskatnussnote, allerdings nicht unbedingt für Sommer und Frühling. Sehr harmonisch, wirkt aber auch erwachsen, nichts für Anfang 20-Jährige. Außer du traust dich und magst halt einfach Muskat, dann würde ich sagen, probieren auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu unserem Kuba-Duft, Megustas von Jacques Solti. Rauchiger Kaffee in Verbindung mit einer ganz klar wahrnehmbaren Nelke und holzigen Noten. Mutig, kantig, was für kernige Typen, er ist einzigartig, erwachsen, du setzt damit auf jeden Fall ein Statement und hebst dich von der Masse ab. Jetzt unsere Safe-Variante für alle Altersstufen, Roburus von Aqua di Stresa. Roburus von Aqua di Stresa ist ein fruchtig, frischer, holziger Duft. Zu Beginn frische Kick durch die Zitrone, dann haben wir eine leichte, sehr harmonische Ledernote und durchgehend eine sehr holzige Zedernholznote. Guter All-Day-Duft, vor allem für Sommer und Frühling. Er ist mir ein bisschen zu schwach für Herbst und Winter, aber ich muss sagen, auch im Herbst und Winter, gerade wenn du den Duft ins Office trägst, ist er immer noch super. Sehr massentaugliche Duft-DNA. Und zu guter Letzt unser Molekülduft, Hyper Air von Aether. Samtiges, weiches Holz in Verbindung mit einer sinnlichen Kaschmiran-Note und dazu kommt eine klar wahrnehmbare Moschusnote. Ist ein Molekülduft, passt sich deinem Körpergeruch nicht an, aber verbindet sich mit diesem. Wobei, dann könnte man auch sagen, er passt sich an. Und er wird immer wieder wahrgenommen und entwickelt sich einfach sehr schön individuell auf deiner Haut. Nicht intensiv genug, meiner Meinung nach, für Winter und Herbst. Super für Sommer und Frühling. Wenn du ihn ins Office tragen solltest, ja, ich würde ihn trotzdem nicht, ich würde ihn nicht im Herbst und Winter tragen. Ja, dennoch, auch ins Office nicht. So, das war's doch schon. Damit sind wir am Ende. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen hoch. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du eine Düfte schon mal erlebt hattest und wenn ja, welchen und wie du die Düfte wahrnimmst. Denn der Duftgeruch und der Geruchssinn als solches, der bleibt nun mal subjektiv. Ansonsten schreib mir auch gerne in die Kommentare, falls du Reviews zu anderen Duftthemen gerne hättest. Da bin ich ganz offen. Da kannst du mir gerne auch sagen, du möchtest irgendwie frische Wäschedüfte. Da habe ich auch ein paar auf Lager. Oder auch einfach Düfte, die so ein bisschen duschgelartig riechen, sodass du einfach immer sauber und clean duftest. Schreib es einfach in die Kommentare. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, super, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß es wirklich zu schätzen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wahrscheinlich schon morgen. Ciao, dein Alex.